Zu Beginn der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern präsentierten Oliver Perau, Leadsänger der Band Terry Hoax, und Marco Heggen von der Gruppe Marquez die CD Wir sind 96. Darauf sind Stücke von 18 hannoverschen Musikern und Bands zu hören. Die Einnahmen des Samplers, der ab dem Bayern-Spiel für 14,96 € im Verkauf ist, gehen zu einem Teil an die Robert-Enke-Stiftung und zum anderen Teil an die Nachwuchsabteilung der Roten. Nach der CD-Vorstellung wurde Lars Stindl in der PK begrüßt. Da ist Lars, auch erwiesener Musikfan, habe ich mir sagen lassen. Ja, Lars, schön, dass du auch dazu gekommen bist. Du hast von der CD auch erst heute Morgen gehört, muss ich sagen. Von daher kannst du da wahrscheinlich noch nicht reingehört haben, aber erstmal vielleicht ein allgemeines Statement zu dieser CD, die uns hannoversche Künstler schenken. Wie findest du das als Idee? Ja klar, ich finde es eine gute Aktion, ist ja sozusagen von Fans für Fans. Kommt der Robert-Enke-Stifte zugute, von dem ist eine gute Aktion. Ist das für dich auch ein gutes Zeichen, dass du merkst, also diese Solidarität in Hannover, nicht nur von den Fans, die normalerweise im Stadion sind, sondern eben auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen, wird immer stärker. Merkt ihr das in der Mannschaft eigentlich auch? Ja, man merkt es auch so im allgemeinen Umfeld, dass es immer stärker wird. Und das umso mehr Spaß macht es bei uns, wenn wir mehr Aufmerksamkeit bekommen von der Stadt Hannover. Und ja, das ist für alle eine gute Aktion. Welche Musik bevorzugst du so? Ja, querbeet. Es gibt ja Spezialisten bei uns, die gern Schlager hören. Oh, schade, aber, das ist nicht mit drauf. Nee, aber ich werde mir die CD auch mal anhören und mal schauen. Vielleicht kriegst du das auch mal in der Kabine. Geschickte läuft. Frage ausgewichen. Naja gut, manche Songs könnten ja auch, Essen ist mein Leibgericht, könnte auch ein Schlager sein. Ja, mal schauen. Ja? Schlimmer wäre, Essen ist meine Lieblingsstadt. Aber so... Auf einem Hannover-Sampler wäre das unpassend. Ja. Ein guter Freund von mir kommt aus Essen. Ja? Und er sagt immer, er sagt immer, wenn Essen schon so aussieht, wie sieht dann erst Kotzen aus? Na schön. Dann vielleicht aber doch noch Ihre Fragen. Stimmung in Hannover ist gut, ja. Ein Glück, dass Tanner nicht hier ist, da kommt nämlich auch aus Essen. Ja. Lars, ein Wort natürlich zu dem Spiel jetzt am kommenden Wochenende. Die Bayern gestern verloren, vorher schon gegen Dortmund deutlich verloren. Was ist das jetzt für ein Zeichen? Ist das ein gutes Zeichen für uns oder ein schlechtes Zeichen? Oder achtet ihr in der Mannschaft nur auf euch und sagt, also... Ja, das haben wir uns auch schon gefragt, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist. Ja, wir gucken einfach auf uns. Wir wissen, dass wir einen guten Lauf haben, haben jetzt... konstant wieder in der Rückrunde gute Spiele gezeigt und versuchen das jetzt auch am Samstag. Es ist ein bisschen mehr los als sonst vor diesem Spiel, aber für uns als Mannschaft gilt es jedes andere Spiel auch. Wir wollen zu Hause hier unseren Fans ein gutes Spiel abliefern und versuchen natürlich die 3 Punkte hier zu behalten. Habt ihr einen Tipp für das Spiel, Marco? Puh, schwierig. Also gerade in der Situation, wo es bei Bayern jetzt wirklich auch um die, ich würde mal sagen, um auch um den Trainer geht, Werden die, glaube ich, alles geben, aber ich tippe auf ein Unentschieden. Ich glaube 2-2. 2-2. Ja. Du, Olli? Da bin ich optimistischer. Ich glaube auch, das bringt Unglück, wenn man das nicht ist. Also Schweinsteiger ist verletzt oder beziehungsweise ist er gesperrt oder was? Ist gesperrt, ne? Das ist ja schon mal ganz gute Vorsätze. 2-1. 2-1 für uns. Gut, Ihre Fragen an Lars. Was tippst du denn, Andrea? Ich tippe, ich darf das glaube ich gar nicht. Darf ich jetzt was? Darf ich? Darf man nicht, ne? Okay. Okay. Ihre Fragen. Ist das hier dein Doktor? Also das, was Olli gesagt hat, das ist ein Ergebnis, mit dem könnte ich auch gut leben. Ja, Lars, es ist schon angeklungen. Bayern München hat zuletzt 2-mal in Folge verloren, gegen Dortmund und auch gegen Schalke. Was könnt ihr euch denn von diesen beiden Mannschaften abgucken? Ja, wie man gesehen hat, jetzt in beiden Spielen ist es wichtig, vor allem gegen die Bayern gut zu stehen, dass die Schalke auch gestern wieder gut gemacht haben, hinten eine gut organisierte Verteidigung zu haben. Bayern hat auf vielen Positionen Weltklasse-Spieler, gerade auf den Außenbahnen ist es enorm wichtig, immer den Gegner zu doppeln, die beiden äußeren Spieler nicht zur Entfaltung zu kommen lassen. Und da müssen wir schön aggressiv dagegenhalten. Und dann ist ja auch... bekannt, dass wir einen guten Konterfußball spielen und da unsere Stärken haben. Und von daher sehe ich da auch eine Chance für den Samstag. Weitere Fragen?
macht diese Konstellation nervös? Also die Bayern sind ja Verfolger von Hannover 96 und die Medien bezeichnen das ja als direktes Duell um einen Champions-League-Platz. Was heißt nervös? Es ist eine besondere Situation, dass so spät in der Saison Bayern hinter uns steht. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Vorfreude auf das Spiel am Samstag, ausverkauftes Haus. Es wird eine gute Stimmung herrschen. Wir haben eine gute Saison gespielt und möchten natürlich da weitermachen, wie es die ganze Zeit läuft. Und von daher, es ist eine besondere Konstellation, aber im Endeffekt ist es ein Fußballspiel und gegen Bayern ist immer ein besonderes Spiel und da freuen wir uns alle einfach nur drauf. Macht es das für Sie schwerer, dass Bayern jetzt angeschlagen ist und zwei miteinander verloren hat? Ja, schwierig zu sagen. Wir wissen natürlich, dass die Bayern jetzt ein bisschen Druck bekommen, auch mit zwei Niederlagen im Gepäck. Bayern verliert nicht oft dreimal hintereinander. Das ist uns auch klar, aber wir werden versuchen, am Samstag unsere Stärken einzubringen, diesen leicht angeschlagenen Gegner, der trotzdem genug Qualität hat oder hier mit Sicherheit herkommt, um das Spiel zu gewinnen, dass wir da dagegen halten müssen und dann mal schauen, was rauskommt. Du hast gesagt, es ist ein bisschen mehr los als sonst vor anderen Spielen. Kannst du das mal beschreiben? Ja, das merkt man ja auch heute auf dem Trainingsplatz oder so. Oder wenn ich hier in die Runde gucke, ist das ein oder andere Kamerateam mehr da. Anfang der Woche hat man es nicht gemerkt, aber heute merkt man das schon. Aber das spielt eigentlich keine große Rolle. Das ist uns bewusst, dass mehr los ist, aber das soll uns nicht beeinflussen oder ablenken. Wir haben den Fokus auf Samstag, 15.30 Uhr. Gestern nach dem Spiel von Bayern war von Oli Kahn viel zu hören. Jetzt kommen zwei wichtige Spiele, Hannover 96 und Mailand. 96 wird mit Mailand sozusagen im Zusammenhang gesagt, erwähnt. Macht dir das auch ein bisschen stolz? Ja, ich denke eher aufgrund des Spieltags, aufgrund der Terminierung. Na klar sind es zwei wichtige Spiele für die Bayern, aber für uns ist auch ein wichtiges Spiel am Samstag. Und die Bayern haben jetzt in der Liga einen gewissen Rückstand, im DFB-Pokal nicht mehr die Chance auf den Titel. Die einzige Chance noch in der Champions League. Da werden sie ihren Fokus drauf richten, aber wir sind uns auch bewusst, dass es primär bei den Bayern jetzt erstmal um das Spiel am Samstag geht. Rund um deine Verpflichtung damals ist hier viel geschrieben und erzählt worden, dass es auch daran lag, dass gut vorgearbeitet worden ist, dass man ständig in Kontakt mit dir war und Überzeugungsarbeit über viele Monate geleistet hat. Teil 1, hättest du damals erwartet, dass es so gut läuft bei 96? Antwort wahrscheinlich nein, aber zumindest die realistische Erwartung hätte ich ganz gern gewusst. Und Teil 2, du warst ja über einige Zeit in der Saison so immer mal zwischen Ersatzbank und Stammmannschaft. Jetzt ist es ja so, dass du dich etabliert hast, glaube ich, das erste Mal so richtig. Wie fühlt sich das an? Gutes Gefühl? Zur ersten Frage, es war wirklich so, dass die Verantwortlichen von 96 mich von ihrem Konzept überzeugt haben. Von der Erwartung für die kommende Saison war natürlich eine bessere Saison als die vergangene zu spielen. Dass es jetzt so gut läuft, damit hat vielleicht keiner gerechnet. Das ist auch ein bisschen der Lohn für die harte Arbeit, die wir täglich oder auch in der Vorbereitung gemacht haben. Zu mir persönlich, am Anfang war es schwierig, klar, als neuer Spieler von der zweiten Liga hier in der ersten Liga habe ich meine Kurzeinsätze bekommen, immer ganz ordentlich. Dann die ersten Einsätze von Beginn an waren nicht so, waren ein bisschen unglücklich, sagen wir mal so. Aber dann mit der Zeit hat sich meine Leistung immer mehr Konstanz reinbekommen. Und in letzter Zeit läuft es ganz gut, auch für mich persönlich. Und da muss ich jetzt einfach versuchen, weiterzumachen. Zwei Fragen. Glaubst du, dass der Van Gaal mit deinem Namen was anfangen kann? Und die zweite Frage, warst du eigentlich so schlau, als du nach Hannover gekommen bist und hast in deinem Vertrag eine Prämie für einen Europapokalplatz mit einbauen lassen? Erste Frage kann ich leider nicht beantworten, ob der Herr Van Gaal meinen Namen gekannt hat. Ich denke, Divo wird es schon gesagt, ein Samuel Eto'o oder ein Lucio wird ihm wahrscheinlich eher bekannt gewesen sein als ein Stindl. Zur anderen Frage über Vertragsdetails oder so spricht man in der Öffentlichkeit nicht, aber klar, davon bin ich jetzt nicht ausgegangen, dass wir sofort einen Europapokalplatz nach 24 Spieltage haben. Du hattest gestern erzählt, Champions League hast du auf der PlayStation schon gespielt. Hast du die Partie am Samstag auch schon mal gespielt? Bayern Hannover. Ist ergebnisverreich, aber jetzt nicht. Wollen wir auch gar nicht wissen, wenn es so ist. Diese Partie haben wir noch nicht gespielt, weil wir meistens immer mit den in Anführungszeichen Champions League Mannschaften spielen und da zählt Hannover
bei FIFA 2010 noch nicht dazu. Noch nicht. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, warten wir jetzt gemeinsam auf unseren Trainer Mirko Slomka. Vielleicht können wir noch ein Foto gemeinsam machen mit dem Lars und der CD. Vielleicht auch noch ein Hinweis, ganz kurz. Wir werden ab kommenden Samstag auch bei uns in unseren Bereichen, in denen wir immer Kunstaktionen präsentieren, eine Aktion von Joy Lohmann zeigen. Joy Lohmann ist ein Künstler aus Hannover, der ganz besondere Graffitis erstellt hat von unseren Spielern. Und diese Bilder werden ab kommenden Samstag in unseren VIP-Bereichen hängen. Und es wird rund um diese Ausstellung, die bis Ende der Saison dauert, auch verschiedene Aktionen rund um das Stadion, rund um die AWD Arena geben, aber auch in der Stadt verschiedene Spontanaktionen. Und auch am kommenden Samstag wird möglicherweise schon rund um unsere AWD Arena die ein oder andere Kunstaktion stattfinden, von der Sie sich dann überraschen lassen können. Also ab kommenden Samstag auch eine neue Ausstellung bei uns. Darüber werden wir allerdings in 2 Wochen, dann wird die offizielle Eröffnung sein, nochmal ausführlich berichten. Danke.